Bei Kindern gehören Stürze fast zur Tagesordnung. Meistens sind sie harmlos. Doch je älter man wird, desto gefährlicher wird's. Kein Unfallhergang ist so häufig wie der Sturz. Jährlich gibt es in der Schweiz 280.000 Verletzte, 15.000 davon schwer. Und 1.600 sterben sogar an den Folgen. Meistens stürzen Menschen zu Hause. Dort, wo man sorglos ist. Vollbeladen die Treppe runter, kurz fürs Putzen aufs Fensterbrett steigen, die Kiste als Leiter benutzen, eine Wasserlache übersehen, weil das Handy klingelt. Insbesondere glatte Böden sind eine Gefahr. Und herumliegende Gegenstände oder lose Teppiche können schnell zu einer Stolperfalle werden. Die gute Nachricht: Stürze lassen sich meist einfach vermeiden. Das Wichtigste dabei: keine Hektik. Wer schnell noch etwas erledigen will, landet ebenso schnell auf dem Boden. Und wenn Alkohol im Spiel ist, geht es sogar noch rasanter. BFU-Expertin Barbara Pfenniger weiß, wie sich Stürze zu Hause vermeiden lassen. Tipp Nummer 1, der Klassiker, die Treppe. Hier gilt: Handlauf benutzen und gut ausleuchten. Ein Anti-Rutschband oder auffällige Markierungen machen die Stufen noch besser sichtbar. Tipp Nummer 2, Stolperfallen beseitigen. Eingänge oder Durchgänge sind keine Lagerplätze. Deshalb Kabel, Spielzeug und Schuhe immer gut verstauen. Tipp Nummer 3. Wer hoch hinaus will, braucht eine standsichere Leiter. Stühle oder Kisten sparen vielleicht Zeit, dafür ist die Arztrechnung später umso teurer. Und übrigens, kräftige Beine und ein gut trainiertes Gleichgewicht helfen, ein Stolpern oder Ausrutschen aufzufangen, so dass es gar nicht zum Sturz kommt. Mehr Tipps auf bfu.ch.